Schönen guten Morgen und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Morning Call für Dienstag, den 5. April. Mein Name ist Ronald Gehrt, ich bin Analyst bei börsedaily.de. Die Themen der Dow Jones, der Bund Future und natürlich wie immer der DAX, mit dem wir auch anfangen. Der hat irgendwie nichts auf die Reihe bekommen zum Wochenstart. Damit ist der Start ins neue Quartal zwar per Saldo, wenn man den Schlusskurs des 31. März hier oben nimmt, negativ. Aber es ist noch keine Entscheidung zugunsten der Bären gefallen, denn die Handelsspanne zwischen 9,57 und grob 10.100 Punkten, die hat er letzten Endes halt noch nicht wirklich verlassen. Und das gilt auch für das nachbörsliche Geschehen, auch wenn die Wall Street ausnahmsweise mal nachgegeben hat. Es blieb bei einem Level knapp drüber. 9.770 Punkte war so die letzte Indikation per 22 Uhr. Unterm Strich also ein kleines Minus. Man kann auf Xetra-Basis ein kleines Plus verbuchen. Naja, was bedeutet das? Noch gar nichts. Es bedeutet im Endeffekt, dass die Bullen irgendwie ihre Kraft nicht mehr auf den Asphalt kriegen. Das heißt, es gelingt einfach nicht, aus verschiedenen Rettungsaktionen einen Ausbruch nach oben über die Widerstandszone 10.123, 10.164 zu vollziehen. Das führte dazu, dass man unter die 20-Tage-Linie rutschte. Diese wurde im gestrigen Tagesverlauf kurzzeitig überboten. Man scheiterte dann im Bereich 9.905 Punkte zwischen Hoch Ende Januar, aber die Bären kriegen es eben auch nicht auf die Reihe, daraus jetzt einen klaren Abwärtsimpuls zu machen. Noch nicht. Gut, eine der beiden Seiten wird in Kürze einen Sieg davontragen. Nur die Umsätze sind moderat. Der MACD hat ein Verkaufssignal generiert. Das ist ein bisschen zugunsten der Bären, aber es wäre noch zurücknehmbar. Der Haken, warum es für die Bullen trotzdem etwas kritischer aussieht als für die bärische Seite und wir die Chance zumindest mal bei 55% pro Bären ansiedeln würden, liegt darin, dass die Rahmenbedingungen problematisch bleiben. So bleibt der Euro-Dollar-Kurs mit knapp 1,14 per Montagabend in unmittelbarer Schlagdistanz zu der entscheidenden Hürde knapp unter 1,15. Schlusskurse über 1,1520 wären ausreichend deutlich, um hier einen Ausbruch nach oben, eine vollendete Trendwende auch auf mittelfristiger Basis für den Euro nach oben zu unterstellen. Und das wäre natürlich für die europäischen Exporteure fatal. Da kann sich die Wall Street dann drüber freuen, über den fallenden Dollar, wie man will, aber das wäre dann im Endeffekt nur ein kleiner Gegenpol, dass man sagt, naja, wenigstens steigt die Wall Street. Aber dass man daraus dann eine Rallye macht, trotz dann deutlich steigendem Euro, das ist sehr unwahrscheinlich. Zugleich kommt ja noch das Problem mit dem Rohölpreis. Der dreht hier immer weiter nach unten und hat per Montagabend die wichtige Unterstützungslinie bei $37,73, wir hatten gestern berichtet über diese Linie, erreicht. Und sollte die heute oder in den kommenden Tagen fallen, möglicherweise mit den morgen anstehenden USA-Lagerbestandsdaten, ja dann kann es hier richtig unangenehm werden, weil man offenbar immer noch im selben Schema agiert. Fallender Ölpreis gleich schlecht, steigender Ölpreis gleich Wachstum gleich gut. Dass Gold gleichzeitig fällt, ist auch nicht gerade erfreulich. Man könnte dann sagen, naja, scheinbar sind da ja einige immer noch nicht der Ansicht, dass man den Goldpreis oder Gold überhaupt als sicheren Hafen, als Alternative zu Aktien bräuchte. Das kann man natürlich so behaupten, aber wenn der DAX trotzdem nicht steigt, ist es allemal dennoch nicht positiv. Es bleibt dabei, Rahmenbedingungen problematisch, Ausbruch noch nicht erfolgt. Wenn allerdings der DAX auch in der letzten Indikation per 10 Uhr abends dann heute, morgen, irgendwann unter 9,57 schließen sollte, ja, dann wäre in der Tat eine erste kleine Short-Position zu erwägen. Auf der Oberseite bleibt es bei der 10.180 und damit mit dem Break, bei dem Break über diese Widerstandszone, der allerdings natürlich jetzt erst einmal in etwas weitere Ferne gerückt ist. Andererseits, heute ist Dienstag, man nennt ihn Turnaround Tuesday. Bewegung könnte also heute allemal kommen. Die Frage ist, zu wessen Gunsten der Turnaround kommt. Nun, die Wall Street, die tut so, als wäre alles in bester Ordnung. Das hier ist der Wochenchart. Wir sehen zwar, dass wir aus diesem Ende 2011 etablierten Aufwärtstrendkanal rausgerutscht sind, dann auch noch an dessen unterer Begrenzung abgewiesen wurden, nächster Abwärtsimpuls, aber geht ja schon wieder nach oben. Und wenn man mal nachrechnet, dann sind das weniger, naja doch, es sind mehr, es sind 614 Punkte bis zum Verlaufsrekord des Dow Jones aus dem Mai letzten Jahres. Das sind halt dann doch einfach weniger als 4%.
Das ist fast nichts. Und manch einer meint da ja sogar ein Doppeltief erkennen zu können. Allerdings vergessen diejenigen, die das sehen, dass davor vielleicht so etwas wie eine nennenswerte Abwärtsbewegung entstanden sein muss. Und zwar nicht als erstes der beiden Tiefs, sondern oberhalb, hier. Wenn wir von da oben, von der oberen Begrenzung des alten Aufwärtstrendkanals gekommen wären, ja dann wäre das vielleicht ein Doppeltief. Aber das hier ist ja gar nichts, weil wir ja im Endeffekt das Allzeithoch knapp unter der Nackenlinie des Doppeltiefs haben. Diese Nackenlinie wäre bei 17.978 Punkten. Also im Endeffekt ist das nichts. Das könnte viel mehr, im Gegenteil, sogar eine Top-Bildung werden. Zumindest ist das nicht auszuschließen, auch wenn man es nicht beschreien will. Aber immerhin, wie gesagt, wäre die Markttechnik ja schon etwas überzogen teuer, etwas hoch, vergleichbar mit der Situation, als wir im September und Oktober diese Rallye hatten und dann im November nichts mehr voranging und im Dezember plötzlich die Kurse unter Druck gerieten. Auch da war die Stochastik auf Wochenbasis in der Einstellung 5.3, also in der etwas schnelleren Variante, im Slow-Modus, überkauft und führte dann mit nach unten. Und weit oben ist nicht nur die Stochastik, sondern eigentlich auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Der Dow Jones hat jetzt ein sogenanntes KGV, das ist auf dem Niveau von Sommer 2010. Seit ja, fast 6 Jahren war es nicht höher als jetzt. Billig sind die Aktien also nicht. So betrachtet sollte man nicht davon ausgehen, dass diese Rallye ewig weitergeht. Okay, man hat hier schon bessere Argumente als am deutschen Aktienmarkt. Man hat eine plötzlich wieder friedfertig werdende US-Notenbank und einen daraus resultierend fallenden Dollar und das ist in der Tat hilfreich. Die Problematik dahinter ist allerdings, dass man sich, solange die Kurse steigen und damit auch mit steigenden Kursen die Stimmung gut bleibt, höchst ungern mit der Kehrseite dieser Situation befasst, nämlich der Tatsache, dass die US-Notenbank das ja nicht aus Jux und Dollerei tut, wenn sie so langsam doch wieder in Richtung Taube schwenkt, sondern weil sie die Perspektiven für die US-Konjunktur nun doch auf einmal kritischer sieht als zuvor. Spät dran sind sie damit allemal. Die Konjunkturdaten waren schon seit Herbst fatal, aber immerhin, man reagiert. Und wenn man der US-Notenbank schon sprichwörtlich quasi jedes Wort glaubt, dann muss man auch jetzt natürlich sich überlegen, ob das für einen weiteren Anstieg reicht, nachdem ja der Dow Jones seit der Wende am 11. Februar eigentlich nie eine Korrektur gesehen hat, die ihren Namen verdienen würde. Was tun? Nun, gar nichts, wenn man long ist, außer aufpassen. Und das bedeutet, die Stop-Loss so eng wie möglich fassen. Nachdem der Dow Jones schön nach den Arbeitsmarktdaten, als er drohte, unter diese November-Dezember-Abwärtstrendlinie zu rutschen, auf dieser Linie wieder nach oben lief und ein neues Hoch im Zuge dieser Rallye markierte, gab es gestern erstmal leichte Abgaben. Die sind aber bedeutungslos. Das bisschen, das juckt nicht genauso wenig wie dieses Minus vom Donnerstag zuvor. Das sind keine Korrekturen, die irgendeine Relevanz haben. Aber sollten die Käufe weniger werden, sollten sich dann daraufhin, weil die Dynamik von Bord geht, die bullischen Akteure überlegen, ob sie nicht vielleicht doch mal ein paar Gewinne mitnehmen und dann auf der Käuferseite logischerweise kaum jemand die Hand aufhalten, dann kann es schneller bergab gehen und dann sollte man einen entsprechenden Ankerpunkt ausbaldowert haben, der im Fall eines Bruches darunter entscheidend sein könnte, um aus einem kleinen Rücksetzer einen großen zu machen, den es mit Puts, also mit Short-Positionen, umzusetzen gelte. Und da würden wir im Augenblick die 20-Tage-Linie ausmachen. Die läuft relativ zügig nach oben und wird recht bald mit eben der vorhin erwähnten Abwärtstrendlinie von November, Dezember im Bereich 17.560 eine Kreuzunterstützung bilden. Die 20-Tage-Linie selber liegt im Bereich 17.420 Punkte. Dementsprechend würden wir den Stop-Loss zuletzt bei 17.350 Zählern angesiedelt, noch einmal leicht auf 17.400 anheben, um hier so eng wie möglich abgesichert zu sein. Sollte der Dow Jones auch darunter schließen, wäre eine erste kleine Short-Position durchaus zu überlegen, die dann allerdings erst ausbaubar wäre, wenn wir auch hier dieses Level 16.933, das untere Ende dieser Support-Zone hier, nach unten durchbrochen hätten. Was noch ein bisschen hin wäre, aber ein erster kleiner Schritt, einen Fuß in die Tür, den könnte man sich dann unter 17.400 auf Schlusskursbasis durchaus überlegen. So, und jetzt noch ein Blick auf den Bund-Future. Wie vorhin erwähnt, Gold steigt nicht,
Aber der andere sozusagen oder sogenannte sichere Hafen, nämlich der Anleihemarkt, der läuft weiter. Wir hatten Ende Februar ein Allzeithoch beim Bundesfuture bei 164,03%. In der aktuellen Laufzeit ist hier immer verschoben. Es ist ein adjustierter Endloskontrakt. Es geht hier um die Juni-Laufzeit. Den März, den gibt es ja schon seit einer Weile nicht mehr. Deswegen sind dann die Levels auch immer anders. 164,03 Verlaufsrekord Ende Februar im Vorgriff auf die Maßnahmen der EZB. Was allerdings, als die EZB-Maßnahme dann auf den Tisch kam, erstmal ein zackiges Minus bedeutete. Zackig rauf, zackig runter. Und dann musste sich der Bundesfuture mühevoll wieder nach oben kämpfen. Aber jetzt ist er unmittelbar wieder darunter. Das ist nur noch ein Katzensprung von keinen 30 Ticks mehr bis zum Verlaufsrekord. Und es ist nahe, was die 10-jährigen Bundesanleihen angeht, an der Negativrendite. Der Bundesfuture bildet ja die Rendite einer 10-jährigen Bundesanleihe ab, einer fiktiven, die also quasi jeden Tag genau 10 Jahre Restlaufzeit hat. Und diese Rendite an solche, die liegt im Moment so um die 0,13%. Würde der Bundesfuture nach oben ausbrechen, dann hieße das ja, die großen Akteure am Anleihemarkt würden tatsächlich diese Negativzinsen auch tatsächlich zulassen. Denn man kann nun sagen, ja, aber die EZB kann das doch sowieso erreichen. Die haut doch jeden Monat 80 Milliarden Euro in den Anleihemarkt. Aber nein, diese Größenordnung ist trotz alledem in gewisser Weise symbolisch. Der Anleihemarkt ist viel größer und die EZB kann damit den Markt nicht kontrollieren. Wenn die großen Akteure das nicht wollen, dann laufen die Zinsen auch nicht ins Negative. Wir wissen es noch vom März letzten Jahres, als die EZB ja die Staatsanleihekäufe erstmal einführte mit ihren 60 Milliarden und daraufhin erstmal die Zinsen von fast null bei den 10-Jährigen auf 1% nach oben schossen, völlig also in die verkehrte Richtung, weil die großen Adressen eben dagegen gehalten haben. Aber sollten sie es zulassen, dann kann es auch deutlich weiter nach oben gehen, denn ist der Ruf erst ruiniert, dann lebt sich's völlig ungeniert. Ob es dann nun minus 0,05% Rendite für 10-jährige deutsche Bonds sind oder aber 0,25%, darauf kommt es dann womöglich auch nicht mehr an, sodass der Break über dieses bisherige Verlaufshoch von Ende Februar durchaus ein Long-Signal wäre, dass trotz dieser schwindelerregenden Höhe eine Chance böte, hier zumindest mit kleinem Kapitaleinsatz auf den Zug aufzuspringen. Denn das hieße natürlich, je tiefer die Rendite der deutschen Anleihen, desto höher der Bundfuture. Wir meinen, mit Schlusskursen über 164,20% wären wir ausreichend drüber, um da eine kleine Position zu überlegen. Der erste Stopkurs wäre sinnvoll platziert aus unserer Sicht dann bei 162,80. Nicht zu weit weg. Es soll ja kein wirklich riskantes Unterfangen werden. 162,80, das wäre knapp unter den Verlaufstiefs der vergangenen Woche. So, soweit der Überblick über einen Montag, der ein bisschen lendenlahm war. Das war, oder hüftlahm sagt man ja, das war jetzt nicht so unbedingt der Bringer am Aktienmarkt, weder in Deutschland noch in Europa. Aber der Ölpreis, der macht von sich reden. Gold fällt weiter, Euro bleibt in Schlagdistanz. Da werden wir heute Mittag einiges zu gucken haben im ING Market Chart Flash, wenn wir uns den Halbzeitstand in Europa anschauen. Und der gesamte heutige Dienstag wird beleuchtet. Morgen früh, nächste Ausgabe Morning Call, Morning Mail bis spätestens 9 Uhr für Sie auf dem Schirm. Bis dahin, kommen Sie gut in den Tag. Machen Sie es gut.